Unten herrscht tiefste Verzweiflung. Wir sind völlig von der Außenwelt isoliert, hängen über einem Abgrund, ohne Hoffnung, jemals freizukommen. Und was wirft man uns vor? Ist in Ryans großartigem Rapture kein Platz für abweichende Meinungen? Ich hoffe, dieser ganze Laden hier fliegt ihm irgendwann um die Ohren. Was ist denn jetzt passiert? Habe ich irgendwas Alkoholisches angeklickt? Sehr nett. In Sinclairs U-Boot. Delta kann mich hier nicht erreichen, du schon? Du musst nicht mit ihm sterben. Wir kehren gemeinsam zur Oberfläche zurück. Du brauchst nur einzusteigen und deine Pflichten zu akzeptieren. Denk daran, Eleanor. Mami liebt dich. Ah ja, Mutter testet mich. Ein letztes Spiel. Zum Glück bin ich mittlerweile eine absolute Expertin darin, ihre Regeln zu brechen. Ich habe meine Wahl getroffen, Vater. Und wenn es sein muss, werde ich dafür sterben. Danke, danke. So. Was bist du? Du siehst böse aus. So, dann gehen wir hier nochmal aufladen. Das haben wir alles voll. Junge, es tut mir leid. Ich hab dich hier drin eingesperrt. Lam lässt mich nach ihrer verdammten Pfeife tanzen. Ich kann... Das ist aber echt fies, dass ich nur einmal Flintenkugel kaufen kann, dafür, dass ich hacke. Nicht anders. Du musst hier rein und musst mich erledigen. Wäre schöner, wenn es eine andere Lösung gäbe. Aber lieber sterbe ich als Mensch, als so weiterzuleben. Oh Gott, er hat recht, Vater. Mutter setzt darauf, dass du hier stirbst. Oder dass ich dich im Stich lasse, bevor die Bomben hochgehen. Wir können Sinclair nicht mehr retten. Wir brauchen den Schlüssel von ihm. Finde den Code zum Wachturm oder denk dir was aus, wie du ihn da rauslocken kannst. Nee, das brauche ich nicht. Huh?
Ich habe heute einen kurzen Blick erhascht, wie der Direktor den Code zum Turm eingegeben hat. Die letzten zwei Ziffern waren 7 und 3. Den Rest habe ich nicht mitgekriegt. Vielleicht kriege ich es durch Versuch und Irrtum raus. Schätze, das kann dauern. Das ist der halbe Code für den Wachturm, nehme ich an. Sieh zu, ob du den Rest rausbekommst. Junge, ich habe diesen Laden hier gebaut. Und ich habe dich für diese Plasmidversuche an Fontaine vermietet. Und jetzt... jetzt büße ich dafür. Ich hätte gerne mehr Zeit. Nimm das Rettungs-U-Boot. Es gehört dir. Aber lass mich nicht so zurück. Nein, das habe ich auch nicht vor. Okay, da brauchen wir den Code. Oh, $5. Ach, warum nicht? Du bist im Tunnel. So müsstest du irgendwie an mich rankommen. Hoffe ich jedenfalls. Portemonnaie ist schon wieder voll. Der freie Wille, Delta. Eleanors Geschenk an dich. Und mit jeder freien Entscheidung hast du sie deinem Ebenbild ähnlicher gemacht. Eine solche Wahl hat Sinclair nicht. Und doch dient er der Welt unbeirrbar. Er ist jetzt der bessere Mensch. Okay, ist keine Scheibe davor. Muss ich den Kleinen da aktivieren? Oder kann man hier irgendwas treffen? Ja, wahrscheinlich nicht einfach so gerade aushüpfen. Sinclair verändert seinen Standort, Vater. Finde ihn. Wir brauchen diesen Schlüssel. Ja, ich bin schon unterwegs. Komm zurück. Du musst es zu Ende bringen. Aber Waffen-Upgrade, hier war Waffen-Upgrade. Oh, da. Komm her. Boah, was nehmen wir denn jetzt noch mit dabei? Okay. Ah, ich hätte gerne... Ja, nehmen wir den, auch wenn ich das eigentlich nicht brauche. Gucken, ob wir nicht vielleicht noch einen finden. Das ist aber cool. Das ist wirklich cool. Lang scheint sich überhaupt nicht mehr für meine Gefangenen, sondern nur noch für ihre Tochter zu interessieren. Ich habe hier Typen, die schreien nach der nächsten Adam-Spritze und ich muss einen Kopfstand machen, um der Frau Doktor was davon aus dem Kreuz zu leiern. Ich kann von Glück sagen, dass die Gefangenen durch ihre Behandlung so geschwächt sind, dass sie den Turm nicht stürmen. Man sieht sich, Junge. Ich danke dir.
Vater, das war alles? Ich fürchte, die Schließung aufzuheben bedeutet auch, dass alle Gefangenen freikommen. Bitte richte dich darauf ein, bevor du den Schlüssel an dem Hauptschalter benutzt. Okay, danke wenigstens für die Warnung. Der Direktor hat meine Warnungen viel zu lange ignoriert. Ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Ich habe ein Hacking-Tool aufgetan, um seine Geschütze abzuschalten und die Bots lahmzulegen. Ich habe auch den Code geknackt. Er ist 2, 6. Okay, damit hätten wir dann auch den Code gefunden. Oh! Ah, okay. Ja, dann würde ich sagen, rufen wir mal unsere Kleine. Sicherheitsalarm deaktiviert. Schließung aufgehoben. Sicherheitsbüro wird vorübergehend abgeriegelt. Sinclair starb als Held der Familie Raptures Delta. War er ein Freund für dich oder nur ein Werkzeug? Begreifst du überhaupt den Unterschied? Und Eleanor, du hast dich für Subject Delta entschieden und gegen deine Mutter, gegen dein Volk, gegen die Verpflichtung, die in deiner Geburt lag. Wie du willst. Du glaubst, dieses Schiff wird Delta in Sicherheit bringen. Du bist wie ein verzogenes Kind mit einem neuen Spielzeug. Ich habe keine andere Wahl, als es dir wegzunehmen. Schließung aufgehoben. Alle Zellenblöcke entriegelt. Alle Schotten offen. Oh nein. Mutter ist auf das Rettungsboot aufmerksam geworden, Vater. Wir müssen dorthin. Schnell. Versuch nur, mich von meinen Schwestern fernzuhalten. Bitte, versuch es. Ja. Sorry. Kleine, schön gemacht. Jeder Augenblick reist Eleanor weiter von mir fort, Delta. Bald wird diese Vaterbesessenheit ihr Ende bedeuten. Mir bleibt nichts mehr. Bevor du stirbst, werde ich dir alles nehmen, was dir lieb und teuer ist. Sinclair ist nur eine weitere Leiche, die deinen Weg pflastert. Fix und fertig, Vater. Wer ist jetzt dran? Was, Mädchen? Das hatte ich befürchtet. Sie hat die Ballastkompressoren gesprengt, Vater. Jetzt sind wir zu schwer für einen Start. Außer? Lass mich nachdenken. Ich denke, ich kann das Wasser verdampfen, damit das U-Boot aufsteigen kann. Aber so viel Hitze kann ich nicht allein generieren. Wir sollten uns von den restlichen Little Sisters helfen lassen. Wir nehmen sie mit. Schnell, zu den Kinderstationen.
Okay. Alles, was du sagst, meine Kleine. Du hast ein Mehrfachziel. Drücke M und geh zum Reiterziel. Ja, ja. Ja, müssen wir wieder in zwei Bereiche. Aber... Aua! Ich lasse nicht zu, dass ihr mir noch einmal meinen Vater nimmt. Halt durch! Ein Schlimmeres gewöhnt. Boing, boing. Dies ist kein Kleiner. Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereits. Mutters Leute fangen an, die Sprengladungen zu zünden. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bin... Wo ist meine Markierung? Creepy. Creepy. Na, den habe ich noch nicht. Die Welt so zu formen, wie sie sein sollte. Ich sollte ein einfaches moralisches Kalkül lehren. Jede Wahl so zu treffen, als müsse die Welt die Folgen tragen. Jedes Leben und jeder Tod für das Allgemeinwohl. Er nannte das die imperative Selektion und lachte dabei, ohne zu lächeln. Wir sind fast bei der Kinderstation. Ich schätze, wir werden uns den Weg freikämpfen müssen. Wenn du fertig bist, gib mir ein Signal. Drück den Rufknopf an dem Fenster dort. Dann gehe ich weiter. Geht denn hier ab? Danke, dass ich wenigstens den letzten Schuss machen durfte.